sobald wir die Gemeinnützigkeit mal hinter uns gebracht haben, so dieser Bescheid da ist, kann man Fördermitglied werden. Die stimmberechtigten Mitglied werden wir uns mal vorbehalten für später, aber im Moment noch nicht, weil sobald wir das jeden öffnen, haben wir wieder dieselbe Situation, ganz viele unterschiedliche Ziele, Kulturen und so weiter prallen aufeinander. Wir können die nächsten 5 Jahre weiter diskutieren, welche Kampagnen wir als erstes machen.